Ergebnis vor dem Match die ganze Saison kann krönen oder halt gleich auch ein bisschen kann, ja, schliessen. Wie geht es noch vor dir? Gut, ich habe eine positive Spannung in mir. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Es wird ausverkauft sein, ziemlich sicher. Es wird ein herrlicher Tag sein, vom Wetter her. Und ja, die Vorfreude ist wirklich extrem gross, weil wenn mir jemand nach dem Zürich-Spiel gesagt hat, unterschreibst du, wenn du einen Punkt Vorsprung hast vor dem letzten Spiel, dann hat er es gemacht, auf jeden Fall, dass wir in einem Heimspiel mit einem Sieg alles können entscheiden und nie einander anschauen, wie die anderen spielen. Das hat ich definitiv unterschrieben. Schlafen? Ja, also ich schlafe gut. Ich habe zwei kleine Kinder daheim. Jede Stunde Schlaf muss ich mitnehmen. Also ich habe relativ wenig Probleme mit dem Schlafen. Und ich glaube, meinen Mannschaftskollegen geht es ähnlich. Vorfreude und die Anspannung ist sicher grösser als sonst. Das ist ganz klar, weil es geht auch um sehr viel. Aber es ist eine positive Anspannung. Warum schafft es Basel? Ja, also einmal egal, wer meistens wird, schlussendlich wer Erster ist, hat das auch verdient, meistens. Das will ich mal vorwegnehmen. In Zürich haben wir einen sehr guten und harten Konkurrent, der sehr gute Arbeit geleistet wird, der einen sehr guten Trainer hat, gute Mannschaft, mit Freddy Bickli, guter Mann, Canepa mit Herzblut dabei. Oder das ist ein bisschen ähnlich wie in Basel. Und was vielleicht auch für uns spricht, ist, dass wir die letzten vier Finals, oder seit ich auch zurück bin, also ich mache es nicht an meiner Person fest, aber seit ich zurück bin, wieder beim FCB und mit den Mannschaftskollegen, die ich zusammengespielt habe, bis jetzt jeden von diesen Finals gewonnen und das stimmt mir sehr zuversichtlich. Sonst noch breite Kader an als Thema? Ja, breite Kader. Also, es ist nicht so, dass man Basel gegen Zürich spielt, sondern wir haben beide Heimspiele gegen Xonigi, wo es auch noch um eine UEFA-GB nach dem geht, oder Euroleague. Dort ist vielleicht Breite ist bei Zürich und Basel sicher mehr vorhanden als bei Luzern und bei Thun. Und das kann vielleicht ein Vorteil werden morgen für beide Heimteams und das wäre dann ein besseres Ende für uns. Aber wir haben natürlich jetzt mit dem Benny Huckel gesperrt, was sehr wichtig ist für uns. Alexander Dragovic ist auch gesperrt, hat auch eine sehr gute Saison gespielt, sehr gute Rückrunde. Aber wir haben mit dem David Abraham und dann Kranik Saka oder Gabriel im Mittelfeld Leute, die sie werden ersetzen und heiß sind und wir ihnen voll vertrauen. Wie läuft die Vorbereitung jetzt, bis der Match X kommt? Wir werden nicht gross etwas ändern. Wir werden nachher trainieren. Wir werden sicher Spass haben im Training. Wir werden heute oben gemütlich zu Nacht essen. Und dann werden wir irgendwann schlafen, noch eine Therapie, Massage. Und morgen werden wir spazieren und dann werden wir uns auf den Hit einschwören. Und es ist nichts speziell. Aber schon, die Anspannung ist ja ein bisschen speziell. Kann man das alles einfach so ausblenden, auch, dass man vielleicht nicht an Titel denkt, sondern zuerst einfach mal an Luzern? Also ich finde, man sollte das gar nicht so ausblenden. Ich meine, eine positive Anspannung, das ist immer sehr gut. Wenn man nervös ist oder wenn man Angst hat, das ist nicht gut. Aber eine positive Anspannung, das braucht es. Und so kannst du auch eine gute Leistung bringen. Und ich tue das jedem empfehlen, auch von den jungen Spielern, die vielleicht noch nicht die Erfahrung haben wie wir. Die sollen das behalten, die sollen angespannt sein, die sollen nervös sein ein bisschen und dann einfach vollgas im Match hineingehen. Und dann bin ich zuversichtlich. Gibt es irgendeine Musik, die noch los ist, bevor es nachher losgeht? Irgendwie ein spezielles Stück, das dir Glück bringt? Nein, das habe ich nicht. Ich wechsle auch immer ein bisschen Musik, je nach Laune. Und bei uns ist es immer so, wir sind ja auch ein Multikulti-Truppe. Einmal ist es irgendwie afrikanische Musik, dann ist es wieder irgendwie Musik aus Argentinien. Dann ist es wieder Schweizer Musik oder jetzt mit dem Steinhöfer deutsche Musik oder von unserem Trainer. Also, ich bin gespannt, wer morgen DJ macht. Ich bin nicht. Ich konzentriere mich auf meine Leistung, aber wir werden sicher gute Musik haben. DJ im Bus oder wo? Oder wo genau? Oder in der Kabine? Nein, in der Kabine. Ich meine, im Bus sind alle eigentlich an ihren iPod drinnen oder ja, Walkman gibt es ja nicht mehr. Aber der iPod und dann hört jeder ihr eigenes Ding. Und es muss auch jeder sich selber auf das Spiel vorbereiten. Und dann, wenn wir rausgehen zum Einlaufen, dann sind wir die Einheit, die wir sein müssen. Und ich freue mich sehr darauf. Schaust du vielleicht noch mal Bilder an vom letzten Jahr, so von dem grossen Fest, wo natürlich eine ganze Region drauf hofft? Die habe ich schon angeschaut und das ist einfach, es geht um so viel Geld in unserem Beruf, aber die Emotionen und da oben zu stehen, das ist für mich etwas Wunderschönes, oder? Und das ist auch das, was ihn schlussendlich ausmacht, der Beruf. Und ich finde, das sollte sich jeder bewusst sein, aber das sind wir auch. Und jetzt, wie gesagt, wir dürfen nicht an das Feiern denken, sondern wir müssen auf Luzern fokussiert sein und nicht, was ist um Viertel ab 10, sondern was ist um Viertel ab 8. Und wir sind gut eingestellt vom Trainer. Ich glaube nicht, dass uns Luzern kann überraschen kann, weil wir sie sehr gut kennen, weil wir auch Videoanalysen machen. Und die werden aber auch mit dem Messer zwischen den 10 kommen, da bin ich sicher. Also die werden uns nicht einfach nur gewinnen, das garantiert nicht. Dann muss eine Top-Leistung für uns an. Du hast von der Anspannung geredet, die man sicher hat bis zum Abpfiff von diesem Match. Wie spürst du das nachher? So nach der ersten, zweiten gelungenen Aktion, ist das dann ein bisschen ein anderes Gefühl? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also es ist sicher, wie jeder, der auch FCB-Fan ist, sicher während der 90 Minuten schwerer als für uns Spieler. Auf dem Platz geht die Anspannung ein bisschen weg und wenn die Aktionen noch gelingen am Anfang, wenn man merkt, das Publikum ist hinter uns, dann ist man, ist man recht euphorisch. Oder? Und dann, das kann einem dann noch zusätzlich pushen. Also, aber die Nervosität ist dann total abgelegt. Aber ich hoffe natürlich, dass wir den Leuten eine Freude machen in Basel. Und, ja, es ist sehr warmes Wetter, Mann. Ich hoffe, es sind auch nur Ärzte im Stadion, und wenn es lange 0-0 wird stehen. Das wird nicht einfach werden. Super.